Damit herzlich willkommen zu Sachsen's Blair Adventskalender, Tag Nummer 2. Hallo, Hallöchen. So, tja, herzlich willkommen wieder zurück. Da ist der erste Tag schon wieder geschafft. Da sind es nur noch 22 Tage bis zum Heiligen Abend. Ein Wahnsinn. Nun, nachdem sich gestern ja viele über den Fail amüsiert haben, ich sag mal danke, geht's heute dann wieder mit geballter Kompetenz durchaus weiter. Erstmal eine positive Nachricht. Diese nicht so geile Soundqualität hat ab morgen ein Ende, denn heute, am heutigen zweiten Tag, was ja auch heute gerade ist, kommt das neue Kabel und so weiter und so fort. Ich kann nur bis jetzt nicht warten, weil sonst kommt das Video zu spät, bis DHL kommt, ihr wisst ja, wie es ist. Deswegen, ansonsten, die Gewinner von gestern stehen fest. Es gibt zwei Mann, die werden jetzt hier eingeblendet. Ich glaube, es ist einmal Maximilian mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Den zweiten Namen habe ich gerade vergessen. Bitte einmal melden. Das heißt, Platz 2 hat schon alles richtig gemacht. Da hat das Ganze schon geclaimed. Dein Gutschein von 10 Euro auf Amazon hast du auch schon per E-Mail bekommen. Check das mal aus. Auch bitte den Spam-Ordner checken, bitte. Und an Platz Nummer 1, da bitte bei Geet anmelden. Und dann siehst du in Benachrichtigung, hey, du hast gewonnen. Und dann musst du das nämlich nochmal bestätigen, dass du das wirklich bist. Mit deiner gültigen E-Mail-Adresse, dass ich dir den Key dann zusenden kann. Ansonsten schauen wir uns jetzt erstmal an, was heute in Türchen Nummer 2 drin ist, bevor wir dann natürlich auch zu den heutigen Gewinnen kommen. So, Tür Nummer 2 ist einmal hier, ne? Hier, hier. Und dann gucken wir mal, was es am Ende des Tages wird. Zack, zack. Und dann kann man einmal hier reingreifen. Aua. Ah, eine Feile. Okay. Damit kann man, ne, das vielleicht nicht damit, aber um die Dinger dann, die wir dann mit dieser Zange, gehe ich mal davon aus, feilen, also sauber gerade in der Rückstände sind. Gut, wir fangen langsam an. Wir fangen sehr, sehr langsam an, merke ich gerade. Aber hier gibt es auch noch nicht so wirklich mehr, wie man so schön sagt. Ja, es gibt Zange, ausschneiden, klicken, ist ein Klicksystem. Okay, H2O sehe ich auch gerade, okay. Wir müssen also auch später mit Wasser arbeiten. Oh, das ist, wie geht denn der ganze Spaß hier los? Hier ist erstmal A, B, C, D, E, also alles was so drin ist. Step 1, ah, Sinn. Okay, Okay, wir bauen also erstmal das Grundgerüst irgendwann mal auf, aber dazu dauert es halt dementsprechend noch ein Wahnsinn. So, naja, das zum Thema Türchen Nummer 2, ne? Wir fangen halt langsam an, noch bauen wir nichts. Das wird schon, denke ich mal, noch alles kommen. Kommen wir also dementsprechend gleich mal zu den Gewinnen, ja, die es heute gibt. Es gibt heute wieder zwei Gewinne. Es gibt einen Hauptpreis und einen Trostpreis, wenn man es so sehen will. Der Hauptpreis ist eine Intenso, wenn ich es richtig ausspreche, M2 240 GB SSD. Ja, es muss nicht immer Samsung oder so sein. Intenso macht an sich auch keine schlechten, sag schon, SSDs könnt ihr dann zum Beispiel für, wenn ihr wenig Platz habt, für eure Spiele oder was weiß ich, falls ihr allgemein mal eine neue Festplatte braucht, bräuchtet, da ist das dann dementsprechend dafür da. Also eine M2 SSD, beachtet, falls ihr so einen Uraltrechner habt, die keine M2 Slots oder so haben, funktioniert das nicht. Informiert euch bitte vorher, ob ihr in eurem System eine M2 SSD einbauen könnt. 240 GB auf Platz 1, auf Platz Nummer 2 gibt es dann ein LS19 Vicon und Querne LAN DLC. Ne, als Trostpreis halt einfach, das ist halt einfach das DLC, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Beachtet, für Platz 1 brauche ich eure Postadresse, also Name, Anschrift, Dings, das wird bei Geet dann später auch alles abgefragt. Davon mal ganz abgesehen, das muss gültig sein, weil das muss ich euch per Post schicken, beziehungsweise das geht dann über den Versandhändler zu euch per Post. Link dafür ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze geht bis morgen um 10 Uhr. Weil ich habe gestern natürlich neben den ganzen Gefälle hier natürlich auch vergessen, ich kann nicht um Punkt 12 wieder das nächste Video rausbringen, wenn um Punkt 12 erst die Gewinner gezogen werden. Das geht schlecht. Ob das nun morgen um Punkt 12 kommt, oder nicht, aber es kommt auf jeden Fall in der Phase, ne? Sobald wisst ihr Bescheid. Ansonsten bedanke ich mich für den großen oder guten Auftakt, ne? Bei Geet sind meistens immer die gleichen Aufgaben drin, heute ist es das gleiche wie gestern. Ihr müsst jeden Tag eine Frage beantworten, die ist recht simpel, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Aber die ist halt wirklich simpel. Heute wird gefragt, wann mein SAP-Kanal erstellt worden ist. Gibt auch noch einen Tipp, ne, als Link. Könnt ihr euch alles halt selber recherchieren. Ansonsten halt auf den Plattformen folgen. Ist heute noch Discord, so mein Discord-Server immer dabei. Ansonsten alles easy, alles peasy. In dem Sinne gibt es nicht mehr zu sagen. Ich freue mich morgen dann mit
bessere Qualität auf euch, was die Tonqualität angeht. Wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Heute ist Bergfest und dann sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr wieder im Livestream, ne? Auf gleich.live. Klassischer Fall. In dem Sinne, bis denn, reingehauen. Bis morgen. Ja, doch, bis morgen. Reingehauen. Tschüssikowski.